Das Rote Meer ist großteils von Wüsten umgeben, die karg und lebensfeindlich wirken. Die trockenen, heißen Sandflächen reichen an den Küsten direkt bis ans Wasser. Sie ziehen sich aber auch hoch bis in die Küstengebirge hinauf. Eine ausgetrocknete, totwirkende Landschaft. Wenn man aber den Meeresspiegel durchbricht und untertaucht, ist man überwältigt, fast schockiert von der Artenvielfalt und Lebensfülle, die einen sofort umgibt. Die Juwelenfernenbarsche bewohnen auffällige Korallenformationen. Die Schwärme sind Harems mit vielen leuchtend roten Weibchen und einigen violett gefärbten Männchen mit den hohen fahnenähnlichen Rückenflossen. Hier leben die Fahnenbarsche im Schutz von stark nesselnden Feuerkorallen. Viele Papageienfischarten leben in und von den Riffkorallen. Der Buckelkopf-Papageienfisch ist besonders schön gefärbt und hat wie alle Papageienfische einen schnabelähnlichen Kiefer mit harten, scharfen Kanten, mit dem er Korallen abschaben oder sogar zerbeißen kann. Wie bei vielen anderen Fischarten werden Männchen zunächst als Weibchen geboren und leben im Harem. Erst später findet eine Geschlechtsumwandlung zu diesen dominierenden Männchen statt. Sie sind territorial und versuchen mit Imponiergehabe ihren Riffabschnitt mit Harem zu verteidigen. Der Vogellippfisch kann mit seiner pinzettenartig verlängerten Schnauze zwischen den Korallenästen sein Futter aufspüren. Die javanische Riesenmuräne wohnt in den Höhlungen der Korallen, wo sie auch jagt. Sie ist über 2 Meter lang und schenkeldick, ein sehr imponierendes Tier. Dieser elegante blaue Drückerfisch schwimmt wie alle Vertreter der Familie Drückerfische hauptsächlich mit seinen verlängerten Rücken- und Afterflossen in abgestimmten Parallelschlag. Einer der auffälligsten und buntesten Riffbewohner ist der Pfauen-Kaiserfisch. Die Zitronenmeerbarbe bringt ein strahlendes Gelb auf die Farbpalette des Riffs. Und der männliche Besenlippfisch patrouilliert und bewacht sein Revier an der Riffkante, wo sich sein Harem befindet. Die berühmten Rotmeeranemonenfische sind immer in der Nähe ihrer Wirtsanemone und flüchten bei Gefahr zwischen ihre nesselnden Arme, gegen deren Gift sie selbst immun sind. Der ganze Wasserkörper ist voll von Leben.
und das gesamte Riff ist von lebenden Organismen erbaut. Hier eine Riesenmuschel, eingewachsen in Korallen. Besonders eindrucksvoll ist der arabische Kaiserfisch. Er ist 50 cm lang und mit dem arabischen Halbmond geschmückt. Der große Drückerfisch hat ein kräftiges Gebiss, mit dem er Segel oder sogar Muscheln knacken kann. Er bewacht sein Nest sehr aggressiv und hat schon viele Taucher durch Bisse verletzt. Da kommt er schon drohend hoch und man sollte sich jetzt besser zurückziehen. Unter einer Bootsanlegestelle steht dieser Igelfisch. Er hat spitze, starre und messerscharfe Stacheln. Bei Gefahr bläht er sich zu einem Ballon auf, an dem auch schon große Haie erstickt sein sollen. An der Riffkante, dort wo das Wasser tief wird, zieht eine Schule von indischen Doktorfischen vorbei. Die eleganten Blauflossenmakrelen werden über einen Meter lang und 50 Kilo schwer. Sie sind sehr schnelle Schwimmer und jagen entlang der Riffkante vor allem Schwarmfische und Tintenfische. Unter den weit ausladenden Dächern der Geweihkorallen suchen viele Fischarten Schutz vor den schnellen Jägern wie Barracudas oder eben den Blauflossenmakrelen. Hier ist auch ein interessanter Igelfisch versteckt, obwohl er eigentlich durch seine Stacheln ja gut geschützt wäre. Er ist fast 80 cm lang, die Stacheln dieser Art sind beweglich, aufrichtbar. Er kann einen großen, stacheligen Ballon bilden, der sogar für große Raubfische unfressbar ist. So macht er jetzt einen kleinen Ausflug zu einer nahen Putzerstation und lässt sich dort reinigen und von Hautparasiten befreien. Die Kopffarbe des beeindruckenden Imperator-Kaiserfisches scheint zu fluoreszieren, wie mit Leuchtfarbe gemalt. In dieser bunten Fischgesellschaft ist es oft sehr schwer, sich auf eine bestimmte Fischart zu konzentrieren. Aber jetzt geht es um die hübschen grünen Riffbarsche, die gerade ihre Wohnkoralle verlassen. Sie leben um einen großen Geweihkorallenstock,
indem sie bei Gefahr sofort verschwinden. Aber sobald ihre Fressfeinde, hier zwei Stachelmakrelen, vorbeigezogen sind, tauchen sie wieder aus den Tiefen des Korallenkörpers auf. Jetzt komme ich mit der Kamera dieser Schutzburg zu nahe und sofort versinken die Fische wieder in den Hohlräumen der Koralle. Die Rotfallfische tragen sehr giftige Stacheln in ihren federartigen Flossen und haben deshalb ein sehr selbstbewusstes Auftreten. In diesem Fall kann ich den Fisch sogar mit der Kamera anstoßen, ohne dass er zurückweicht. Eines der eindrucksvollsten Erlebnisse ist dabei die Begegnung mit dem riesigen Napoleonfisch. Er wird über 2 Meter lang und 180 Kilo schwer, leider ist aber seine Zukunft im Riff äußerst ungewiss. Sein Fleisch wird in ostasiatischen Luxusrestaurants äußerst geschätzt und mit bis zu 200 Dollar je Kilo bezahlt, deshalb wird er auch intensivst bejagt. So hübsch sieht ein junger Napoleonfisch aus. Die Großmaulmakrelen ernähren sich von tierischem und pflanzlichem Plankton, also von kleinen Organismen, die frei im Wasser treiben. Mit weit aufgerissenem Maul pflügen sie durch das Wasser und filtern mit den Kiemenbögen das Plankton aus. Ganz ähnlich wie die großen Filtrierjäger, die Mantas, Walhaie oder auch die Bratenwale. Hier sieht man deutlich das Plankton wie Schnee im Wasser treiben. Dabei erweckt, vor allem bei trübem Wasser, der kompakte und ganz abgestimmt schwimmende große Fischschwarm oft den Eindruck eines einheitlichen Körpers, wie zum Beispiel den eines Walhaies. Eine ganz andere Jagdmethode hat aber diese golden schimmernde Zitronenstachelmakrele. Sie verfolgt den ganzen Tag an der Riffkante die großen Schwärme von Füsilieren, die aber sehr wachsam sind und immer einen Sicherheitsabstand zu dem Raubfisch einhalten. Meist schwimmt die Makrele wie in einer fischfreien Röhre mitten im Fischschwarm und lauert auf eine Unachtsamkeit eines der Füsiliere. Aber Achtung! Jetzt startet sie einen Angriffsversuch, bei dem man sieht, wie blitzschnell sie zuschlagen kann. Dieser Jagddruck ist der Dauerzustand an der Riffkante für die Füsiliere, und sie müssen immer auf der Hut sein.
Hier gibt es einen Lagerplatz von Beduinen, der aber derzeit nur schwach besiedelt ist. Der Hauptteil der Familie ist mit den Tieren, den Kamelen und den Schafen in den Bergen. Hier am Meer wird jetzt hauptsächlich gefischt. Davon profitieren auch die Möwen. Es sind Weißaugenmöwen, die hier im Roten Meer und im Golf von Aden endemisch sind. Überraschend für uns Europäer sind ihre schwarzen Flügel. Hier lebt auch eine kleine Population von Fischadlern, auch sie vom Fischfang. Diese eleganten Greifvögel waren in Europa weitgehend ausgestorben, haben sich aber durch Schutzmaßnahmen wieder einigermaßen erholt. Sie sind in Europa Zugvögel, aber am Roten Meer sind sie Standvögel und bleiben den ganzen Winter da. Sie ergreifen Fische, die sich zu nah an die Oberfläche wagen mit ihren langen, scharfen Krallen. In dieser einsamen, entlegenen Gegend hatten deutsche Rucksacktouristen ein Meerestier gesehen, das sie für einen kleinen Wal oder eine Robbe hielten. Ich dachte sofort an den Dugong. Weil dieses sagenhafte Meeressäugetier kommt genau an solchen Küstenbereichen mit weiten Sandflächen, auch unter dem Wasser, mit Seegraswiesen und Mangrovenwäldern vor. Hier empfängt einen ein völlig anderer Lebensraum als im Riff. Es gibt keine Deckung, keine Höhlen und alles ist offen und weithin sichtbar. Die Suppenschildkröte, heute grüne Schildkröte genannt, lebt vom Seegras, das sie mit Rhizomen und Wurzeln herauszieht und den Sand wieder ausbläst. Das Vorhandensein dieser Schildkröten gibt mir große Hoffnung, weil sie im gleichen Biotop wie der Dugong leben und beide bezüglich des Seegrases Nahrungskonkurrenten sind. Die Chance, hier auf eine der seltenen Seekühe zu treffen, ist also relativ groß. Dieser Kopferfisch hat einen starren, festen Knochenpanzer, in dem es nur Öffnungen für den Mund, die Flossenansätze und den Schwanzstiel gibt, um die Bewegungen zu ermöglichen. Die großen Meeresschildkröten mit Panzerlängen weit über einem Meter werden häufig von Schiffshaltern begleitet. Das sind Saugfische, die die Schildkröten als Transportmittel benutzen. Sie haben statt der ersten Rückenflosse eine Saugplatte ausgebildet, mit der sie sich an der Schildkröte ansaugen und mittragen lassen können. Sie verlassen ihre Schildkröte nur zur Nahrungssuche und reisen ansonsten geschützt, meist an der Unterseite angeheftet, mit ihr durch das Meer. Thank you.
Wenn ich mich nähere, verschwinden die Schiffshalter sofort unter der Schildkröte und saugen sich am Bauchpanzer fest. Das scheint ihr aber lästig zu sein und sie beim Grasen zu behindern. Aber sie wird die Störenfriede nicht los. Meeresschildkröten sind Apnoe-Taucher. Sie holen an der Oberfläche Luft und können dann sehr lange abtauchen und zum Beispiel in der Nacht zum Schlafen stundenlang unter Wasser bleiben. Das wird durch eine starke Herabsetzung der Herzschlagfrequenz ermöglicht. Die Schiffshalter am Schildkrötenbauch wirken auf mich wie die Torpedobewaffnung eines U-Bootes. Und da ist plötzlich ein Dugong. In ca. 8 Meter Tiefe erscheint gerade Seegras zu fressen. Ich habe keine Ahnung, wie das Riesentier sich verhalten wird. Und beginne sofort zu filmen. Als ich mich nähere, beginnt er langsam davon zu ziehen. Ich habe aber sofort das Gefühl, dass er mich immer im Auge behält. Er wird von jungen Goldmakrelen begleitet, die ähnlich wie Pilotfische auch mit Haien oder großen Schildkröten schwimmen. Es wird vermutet, dass Dugongs sich unter Wasser durch Rufe oder Trillertöne verständigen können. In dieser Situation kommt mir die eigenartige Idee zu versuchen, ihn durch irgendwelche Rufe oder Schreie aufzuhalten. Und das Ergebnis ist überraschend, fast erschreckend. Das Riesentier erstarrt zuerst, wendet dann und kommt direkt auf mich zu. Und schwimmt so knapp an mir vorbei, dass ich es mit der Hand berühren könnte. Man sieht ganz genau die Hautoberfläche, die verschiedenen Narben, die der Dugong in seiner dicken Haut hat. Sofort wiederhole ich den Versuch und rufe in meine Schnorchel. Und wieder hält der Dugong inne und wendet sich mir zu. Dabei macht er mit den Vorderflossen eine Geste, die auf mich sehr beruhigend und friedlich wirkt. Ich habe richtig das Gefühl, dass zwischen diesem großen Tier und mir ganz einsam weit draußen im Roten Meer ein echter Kontakt entstanden ist. Der Dugong oder die Gabelschwanzseekuh ist ja weder mit dem Walen noch mit den Robben näher verwandt, sondern überraschenderweise am ehesten mit den Elefanten. Und er hat auch unter den wulstigen Lippen verborgen zwei zurückgebildete Stoßzähne, die auch bei Paarungsritualen eingesetzt werden, wie man auch an den vielen Narben am Rücken der Tiere sehen kann. Dieser ist ausgewachsen, ca. 3,5 Meter lang und etwa 500 Kilo schwer. Ein wirklich eindrucksvolles Tier. Nach einem neuen Zuruf zeigt mir das Tier ein richtiges Kunststück.
wieder wirkt mein Schrei und die Seekuh kommt direkt auf mich zu. Nach dem Luftholen so nah, dass ich hier diesmal auf den Rücken greife, da geht ein Zucken durch den großen Körper und die Seekuh beginnt jetzt wegzuschwimmen. Sie ist auch durch meine Schreie nicht mehr aufzuhalten und entschwindet in die blauen Fernen des Roten Meeres. Ich habe den Dugong nur dieses einzige Mal gesehen, aber das war sicher das schönste Erlebnis in meiner gesamten 60-jährigen Tauchertätigkeit.